Ärgert ihr euch auch manchmal darüber, dass die Strukturen in den dunklen oder hellen Bereichen eurer Fotos nicht aufgelöst werden? Im heutigen Tutorial geht es darum, was wir beim Fotografieren und eventuell bei der Nachbearbeitung beachten müssen, um diese Probleme zu vermeiden. Da gibt es die sogenannten beschnittenen oder übersteuerten Lichter, hier rot dargestellt. Auf einem Ausdruck werden sie zu einem unschönen, rein weißen Bereich. Auf der anderen, der dunklen Seite, bei den sogenannten Schatten, gibt es ein äquivalentes Problem. Detaillose, schwarze Bereiche. Sie sind hier blau dargestellt. Allerdings sind sie hier relativ klein, sodass sie später kaum auffallen werden. Die technisch korrekte Belichtung liegt dazwischen. Auch hier gibt es noch kleine blaue und rote Stellen, die aber höchstens auf großen Ausdrucken auffallen könnten. Hallo und herzlich willkommen zum Tutorial über Licht in der Landschaftsfotografie und der Astrolandschaftsfotografie. Licht ist natürlich das zentrale Element für die Fotografie. Es gelangt auf den Sensor, wird in der Kamera umgewandelt und dann auf der Speicherkarte festgehalten als digitales Bild. Heute soll es darum gehen, ausgewogen belichtete Fotos zu erstellen, und ein wesentliches Element dafür ist das Histogramm. Ich möchte jetzt etwas näher eingehen. Ich habe das gleiche Foto mit unterschiedlichen Belichtungszeiten aufgenommen. Die anderen Einstellungen sind gleich. Hier das mit 1 durch 2,5 Sekunden hellste Bild. Im Anzeigemodus der Kamera habe ich zusätzlich das Histogramm aufgerufen. Ganz oben sind alle Farben analysiert, darunter Rot, Grün und Blau. Das sind die Farben, die in der Kamera den einzelnen Pixeln zugeordnet werden, welche das Gesamtbild ergeben. Ganz links haben wir die dunklen Töne, die Schatten, und rechts die hellen, die Lichter. Bestenfalls sollte das Histogramm weder links noch rechts anstoßen. Bei diesem hellen Bild sind die dunklen Töne im Großen und Ganzen erwartungsgemäß okay. Nur Blau stößt an. Aber insbesondere die hellen Rottöne wurden beschnitten. Auch helle Grüntöne fehlen. Ich bin jetzt nicht mehr im Histogramm, sondern habe auf die Lichterwarnung umgestellt. Bei Nikon heißt sie Lichter, bei Canon Überbelichtungswarnung. Bei Canon kann sie direkt im Live-View aufgerufen werden, bevor der Auslöser gedrückt wird. Das ist praktischer. Hier ist erkennbar, dass die überbelichteten Bereiche im Himmel sind. Für die schlechte Qualität dieser Bilder entschuldige ich mich. Ich habe sie zu Anschauungszwecken mit dem Handy vom Display der Kamera abfotografiert. Die Überbelichtung ist bei dem mit einer Fünftelsekunde belichteten Foto schon besser. Schauen wir aber auf Blau, so sind bei dieser Belichtungszeit die Schatten nicht mehr vollständig. Noch extremer ist es bei dem mit einer Zehntelsekunde am dunkelsten Bild. Und jetzt kommt die Überraschung. Ich habe das Bild mit der mittleren Belichtungszeit im Lightroom geöffnet. Rechts daneben das Histogramm. Es gibt keine beschnittenen Lichter und selbst bei den Blautönen sind die Schatten so gut wie gar nicht beschnitten. Hier oben gibt es ein kleines Dreieck. Wenn ich es anklicke, dann werden mir die beschnittenen Schatten in Blau angezeigt. Es sind dann hier ein paar kleine Äste und sehr kleine Punkte auf den Felsen. Damit kann ich gut leben. Aber wie kommt es, dass dieses Histogramm in Lightroom viel besser aussieht als das auf unserer Kamera? Auf dem Kameradisplay wird das Bild im JPEG-Format angezeigt, von Lightroom dagegen im tatsächlichen Format. Bei dem gerade gezeigten Foto war es das RAW-Format. Die Lichterwarnung in der Kamera ist also leicht überkritisch. Ihr seid auf alle Fälle sicher, wenn keine Lichterwarnung angezeigt wird. Die Schattenbeschneidung zeigen die meisten Kameras nicht an. In diesem Fall müsst ihr euch direkt am Histogramm orientieren. Dann gibt es aber auch die Extremsituationen. Hier, wo aus einer Höhle heraus ins Freie fotografiert wurde. Wenn ich auf die Schatten klicke, halten sich die Beschneidungen in Grenzen. Aber ich habe starke Beschneidungen der Lichter. In diesem Fall stößt das Histogramm auf beiden Seiten an. Ich habe die Belichtungszeit von einer 40stel auf eine 200stel Sekunde reduziert. Mit dem Ergebnis, dass ich hier am rechten Rand keine Lichterbeschneidung mehr habe. Der Himmel wird jetzt wirklich sichtbar.
Das war auf dem letzten Foto nicht der Fall. Die Schattenbeschneidung am linken Rand ist allerdings etwas größer geworden. Es geht gerade noch, aber ich bin hier an den Grenzen meiner Kamera, speziell meines Sensors, angekommen. Was tun? Eine Möglichkeit ist es, an die Nachbearbeitung zu denken. Ich bin hier noch einmal zum hellen Bild zurückgegangen. Wenn ich die Lichter herausnehme, kann man die Wolken deutlich besser sehen, aber längst noch nicht so gut wie auf dem dunkleren Bild. Gleichzeitig ist die Beschneidung der Schatten gewachsen. Bei dem dunklen Bild dagegen kann ich die Schatten in einem gewissen Maße korrigieren. Wenn ich es übertreibe, entstehen Artefakte und ich erhalte wieder Beschneidungen der Lichter. Aber in einem gewissen Bereich ist es eben möglich. Wie groß dieser ist, das hängt vom Sensor der Kamera ab und ihr müsst es einfach ausprobieren. Wenn ihr an den Grenzen des Dynamikumfangs ankommt, empfehle ich, eher leicht unterzubelichten. In einem gewissen Umfang lassen sich die Strukturen in den Schatten während der Nachbearbeitung zurückholen. Nikon ist in diesem Punkt besonders tolerant. Bei den Lichtern ist dies kritischer. Wenn es gar nicht mehr geht, beispielsweise wenn wir gegen die Sonne fotografieren, bleibt häufig nur der Einsatz von Filtern oder die HDR-Technik als Ausweg. Wie hier zu sehen ist, kann das Histogramm damit in die Mitte des Bildes geholt werden. HDR habe ich ausführlich erklärt im Video Wandern und Fotografieren im Harz, Klusberge, HDR. Dies Foto entstand, als die Sonne unterging. Wie sieht es danach aus? Zur blauen Stunde oder gar in der Nacht? Das Dilemma beginnt schon in der blauen Stunde, der Zeit nach Sonnenuntergang. Dieses Bild vom Turm auf dem Ravensberg habe ich in einem Februar gegen 19 Uhr aufgenommen. Wenn ich mir das Histogramm anschaue, gibt es bei den Lichtern gar keine Probleme. Die Schatten stoßen am linken Rand an, was bei Astrolandschaftsaufnahmen eher der Normalfall ist. Wenn ich nach unten gucke, sehe ich kleine blaue Bereiche, wo die Strukturen wohl nicht mehr aufgelöst werden können. Aber das hält sich in Grenzen. Zoomen wir jedoch in das Bild hinein, so erkennen wir schnell, dass die Sterne bei einer Belichtungszeit von 25 Sekunden Strichspuren sind. Um das Histogramm mittig zu halten, müssen wir entweder an der Blende oder an der ISO oder an beidem drehen. Die entsprechenden Nachteile müssen wir nachts in Kauf nehmen. Je größer die Blende ist, desto geringer ist die Tiefenschärfe. Der Vordergrund des Fotos ist schon relativ dunkel. Wenn wir hineinzoomen, sehen wir überall kleine blaue Bereiche. Glücklicherweise sind sie wirklich sehr klein. Wünschenswert wäre also eine längere Belichtungszeit. Genau das Gegenteil von dem, was wir für den Himmel brauchen. In der blauen Stunde lässt sich das gewöhnlich noch regeln. In diesem Fall kann ich die Blende von 8 auf 5,6 öffnen und die ISO von 400 auf 800 hochschrauben. Doch mit zunehmender Dunkelheit wird es immer schwieriger. Inzwischen ist es auf dem Ravensberg 22.30 Uhr geworden. Die Sterne sind bei 10 Sekunden Belichtungszeit rund. Aber die Schatten sind beschnitten. Der Vordergrund ist recht blau. Die Blende ist inzwischen auf 3.2 geöffnet. Mehr ist bei diesem Objektiv, dem Nikkor 14 bis 24, nicht möglich, ohne dass das Foto unscharf wird. Und die ISO ist bei 6400 auch an der Grenze. Danach wird das Bild verrauscht. Bei einem einzelnen Bild ist die Rauschunterdrückung bei hoher ISO eine Option. Bei vielen Aufnahmen kostet das Zeit, die wir eigentlich zum Fotografieren verwenden wollen. Klaren Himmel gibt es schließlich nicht jeden Tag. Eventuell kann das Bild während der Bearbeitung in Lightroom mittels KI noch zusätzlich entrauscht werden. Es gibt die Möglichkeit, den Vordergrund mit einer Taschenlampe auszumalen. Ich nutze sie selten. Lenz Keiming erklärt sie und die Nachtfotografie im Allgemeinen hervorragend in seinem Buch Nachtfotografie und Lichtmalerei. Eine übliche Vorgehensweise zur Lösung dieser Konflikte in der Astrofotografie ist das Decken.
In diesem Fall habe ich gut 30 Einzelaufnahmen mit Sequator gesteckt und in Photoshop nachbearbeitet, sodass dieses Bild entstand mit runden Sternen. Auch die Milchstraße ist erkennbar, allerdings der nördliche Teil. Mit dem Restrauschen im Vordergrund habe ich mich bei diesem Bild arrangiert. Wenn es um die Milchstraße geht, greife ich häufig auch auf die Technik der Komposition zurück. Dabei nehme ich Vordergrund und Milchstraße an derselben Location hintereinander auf und füge sie bei der Bearbeitung zusammen. Wer an Details interessiert ist, findet diese im Video Die Sommermilchstraße fotografiert mit Nachführung. Was bewirkt Stacking? Die Helligkeit des Bildes bleibt erhalten, aber das Rauschen wird schwächer. Die Technik macht sich zunutze, dass das Rauschen statistisch verteilt ist und nicht immer an derselben Stelle. Dadurch kann es abgeschwächt werden, wenn man den Mittelwert vieler überlagerter Bilder bildet. Offen ist jetzt immer noch die Frage, wo bei einer bestimmten Kamera das Rauschen beginnt oder anders ausgedrückt, wie hoch kann ich meine ISO drehen? Das hängt einerseits vom persönlichen Geschmack ab und andererseits natürlich von der verwendeten Technik. Am besten probiert er es aus, indem er eine Testreihe durchführt. Auch wenn das Rauschen in am Tag aufgenommenen Bildern nicht so stört wie bei Astroaufnahmen, könnt ihr den Test der Einfachheit halber tagsüber durchführen. Hier ein Beispiel. Dieses Foto habe ich mit ISO 100 aufgenommen. Ich habe darin einen Ausschnitt vergrößert. Es ist kein Rauschen zu erkennen. Bei ISO 1600 sieht man auch so gut wie kein Rauschen. Anders bei ISO 6400. Hier werden kleine Bereiche grisselig. Wo diese Grenze liegt, ist bei jeder Kamera anders. Ich habe auch mit hier nicht gezeigten Zwischenwerten Fotos aufgenommen, die ich aus Zeitgründen hier nicht zeige. Bei eurer Testreihe solltet ihr sie nicht überspringen. Bei meiner Nikon Z7 ist der höchste ISO-Wert 25.600. Dieses Bild ist schon deutlich verrauscht. Als Ergebnis einer solchen Testreihe habe ich mich entschieden, wenn immer möglich, mit der ISO nicht höher als bis zu 1600 zu gehen. Ich habe mich in diesem Video darauf konzentriert, welche Herausforderungen in der Landschafts- und Astrolandschaftsfotografie anstehen und was wir tun müssen, um rauscharme, korrekt belichtete Fotos zu erhalten. Nicht eingegangen bin ich auf die technischen Hintergründe, welche dieses Vorgehen plausibel machen. Ein Verständnis der Technik kann jedoch auch zur Perfektionierung unserer Fotografie beitragen. Michael Freeman hat sie in Perfect Exposure sehr gut beschrieben. Trotz aller Sorgfalt kann es passieren, dass wir hinterher mit dem Bild nur fast zufrieden sind. Aber auch dann ist noch nicht alles zu spät. In Lightroom können wir noch einiges retten. Darauf möchte ich jetzt im letzten Teil des Tutorials eingehen. Im Zusammenhang mit dem Histogramm habe ich mich schon dem Bereich Licht, und zwar den Reglern Belichtung, Lichter und Tiefen zugewendet. Mit Belichtung können wir das ganze Bild dunkler oder etwas heller machen. Mit Lichter können wir die Lichter etwas herausnehmen, natürlich auch im Gegenteil verstärken. Und mit den Tiefen können wir hier den Vordergrund etwas aufhellen. Darüber hinaus ist es manchmal interessant, selektive Anpassungen vorzunehmen. In diesem Bild ist mir der Vordergrund zu dunkel geraten. Mit einer Maske kann ich nur den maskierten Bereich, in diesem Fall zum Beispiel den Vordergrund, bearbeiten. Dazu gehe ich in den Bereich Maskieren. Um den Vordergrund nachzubelichten, kann ich den linearen Verlauf auswählen. Dann wird mir hier eine Maske angezeigt und ich kann mit dem Cursor auf den Vordergrund gehen und dann hier unten im Menü mit Belichtung graduell aufhellen. Ich kann genauso gut eine neue Maske erstellen für einen radialen Bereich. Das läuft dann genauso. Ich klicke auf das Bild, zum Beispiel ist es hier noch recht dunkel, ziehe mir mit dem Cursor den Bereich dann so zurecht, wie ich ihn haben möchte.
und kann wieder auf Belichtung gehen und diesen Bereich etwas heller machen. So ganz zufrieden bin ich jetzt immer noch nicht, weil das ja eine graduelle Aufhellung ist und zusätzlich noch das Radiale. Deshalb lösche ich diese beiden Masken wieder, indem ich hierauf klicke, alle Masken auf die drei Pünktchen, alle Masken löschen. Dann ist das Bild wieder in seinem Originalzustand und ich versuche etwas anders. Ich wähle den Himmel aus, dauert ein Momentchen, bis der Himmel erkannt wird. Aber ich will ja nicht den Himmel verändern, sondern den Vordergrund und deshalb gehe ich auf Umkehren. Jetzt wird mir der Vordergrund maskiert und wenn ich jetzt den Belichtungsregler nach rechts ziehe, dann erhalte ich keine graduelle Aufhellung, sondern eine Aufhellung über den gesamten Vordergrund. Besonders wichtig ist mir in diesem Bild der Turm. Deshalb sage ich, eine neue Maske erstellen, wähle Betreff aus und das Motiv wird jetzt von Lightroom erkannt. Dass das der Fall ist, sehe ich, dass es rot markiert ist. Und jetzt kann ich den Belichtungsregler für den Turm noch etwas weiter nach rechts ziehen und er wird dadurch noch stärker betont. Etwas ganz Besonderes sind die Luminanzmasken. Ich habe jetzt eine solche erstellt und wenn ich in das Bild klicke mit dem Cursor und ihn etwas ziehe, dann wird dieser Luminanzbereich ausgewählt. Also ein Bereich mit einer bestimmten Helligkeit. Welcher das ist, kann ich hier rechts sehen. Und hier kann ich jetzt genauso wie bei den anderen Masken vorgehen, zum Beispiel die Belichtung etwas nach oben ziehen. Und dann wird diese Maske auf alle Bereiche im Bild, nicht nur auf dem Vordergrund normalerweise ausgewählt. Welche das sind, kann ich sehen, wenn ich hier auf Luminanz Map Anzeigen klicke. Es sind hier Bereiche im Vordergrund, aber auch im Turm die dunkleren Bereiche. Zum Schluss des heutigen Videos eine kurze Zusammenfassung. Histogramm und Lichteranzeige der Kamera weisen uns auf Beschneidungen der Lichter hin. Das Histogramm der Kamera bezieht sich auf das JPEG-Format und ist für das RAW-Format etwas überkritisch. Ist der Dynamikumfang in der Realität größer als der der Kamera, ist Unterbelichten dem Überbelichten vorzuziehen. Es kann bei der späteren Bildbearbeitung korrigiert werden. Bei Astrolandschaftsaufnahmen müssen wir die Blende öffnen, aber nicht so weit, dass das Bild unscharf wird. Auch bei der ISO orientieren wir uns an der Grenze, bei der die Fotos noch rauscharm sind. Dabei müssen wir auch in Betracht ziehen, ob wir das Bild nur im Web veröffentlichen oder einen großformatigen Ausdruck erstellen wollen. In der Nachbearbeitung in Lightroom oder einer vergleichbaren Software sind weitere Optimierungen möglich. Eigentlich hatte ich geplant, in diesem Video auch das Thema Farbe zu behandeln. Aber es ist so schon recht lang geworden und es gibt viel auszuprobieren. Deshalb verschiebe ich die Farbe in eines der nächsten Tutorials. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, werdet ihr rechtzeitig informiert. Habt ihr Anregungen zu Themen für die kommenden Videos, so schreibt sie mir doch bitte in die Kommentare. Auch für ein Like wäre ich euch dankbar, wenn euch dieses gefallen hat. Ich wünsche euch viele schöne Fotos und danke euch für euer Interesse. Bis zum nächsten Mal.